Gut, jetzt versuche ich das mit dem Fahrzeug mal über den, übers Betonwerk. Vielleicht ist das ja besser. Jetzt haben wir ja zumindest keine Ladung mehr, die ich verlieren kann. Das ist doch auch schon mal ganz positiv. Ist hier irgendwo die Möglichkeit, halbwegs unbeschadet runterzukommen? Dann später vielleicht auch wieder hoch. Aber wenn ich hier rechtzeitig abbiege, kann ich durch den Wald fahren. Das ist okay, dann brauche ich nicht durch das Wasser. Das Wasser hier vorne wird mir nicht erspart bleiben. Aber hier gibt es auch ein paar Bäumchen. Denn ich weiß, da unten ist ein Wasserloch. War ich mal hier oben rum. Und bereue es, wenn ich das hier sehe. Vielleicht war das Wasser doch eine bessere Idee. Oh Gott. Na komm, fahr, zieh dich dran vorbei, zieh dich dran vorbei. Du hängst zwar ein bisschen in der Luft, aber das ist doch alles okay. Ja. Gut, das Wasser ist definitiv die bessere Option, glaube ich. Und ich überlege, ob ich das mit dem Hänger vielleicht sein lasse und dann doch lieber dreimal fahre. Alleine wegen dieser kleinen Stelle hier. Hui! Ja. Genau wegen dieser Stelle. Wie soll ich den Hänger hier jeweils wieder wegkriegen? Nein. Also die Route ist mit Hänger nicht möglich. Ja, jetzt liegt da halt mein Geld. Oh, kann ich auch nichts mehr daran erinnern. Drahite Mahlzeit. Ich war, bin wach, was auch immer das heißt. Willkommen, sei gegrüßt. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Und die Jobs sind offen. Falls du mitmachen magst und kannst und dich in der Lage fühlst. So. Ich glaube, das mit dem, ich fahre da mit Holzhänger hoch, ist eine schlechte Idee. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre den Holzhänger bis nach vorne fahren und dann die Ladung umladen.
Und wenn ich jetzt dann gleich das zweite Mal hier vorbeifahre, kann ich auch gleich die zweite Ladung wieder gut löschen. Alarm, Alarm! Ich sag dir Bescheid, gib mir ein paar Minuten, um zu sehen, ob ich bis an den PC komme. Alles gut, kein Stress. Du weißt ja, du bist gerne gesehen, wenn du dabei sein möchtest. Oder wenn du dabei sein kannst, sagen wir es lieber so, dass du möchtest, hast du mir ja gestern schon gesagt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und solltest du es nicht bis an den PC schaffen, kannst du ja zuschauen und lachen. Schauen wir mal, wie es wird, wenn wir nur mit einer Ladung Holz hier vorbeifahren. Schlammbohrdreh. Zack. Und vielleicht klappt das mit dem hier hochfahren ohne Hänger auch. Ja, das klappt tatsächlich ein wenig. Das ist sogar deutlich besser als mit Hänger. Sagt er und blieb fast stecken. Okay, sagt er und blieb stecken. Okay, Gangwechsel ist immer noch kein Steckenbleiben. Ist okay. Und jetzt durch das schöne Schlammloch. Ohne Hänger kommen wir langsam durch. Ich war gut, dass ich hier nicht mit 120 durchfahre. Das
Das dürfte ich gar nicht erst erwarten. Das wäre ein bisschen utopisch zu sagen, dass ich hier mit 120 durchfahre. Aber ohne Hänger kommen wir hier also ohne Hänger und ohne Leitung kommen wir hier bedeutend besser durch. Wer hätte das erwartet? So, dann einmal hier rum. Nicht die Verladerampe. So. Hauen wir die Fracht wieder weg. Was nicht da ist, kann auch nicht verpacken. Ich habe hier auf jeden Fall sehr, sehr schöne Spuren hinterlassen. Kommst du ohne Hilfe durch? Okay. Man kann sich es auch schwer machen oder man. Oder ich kann auch einfach die Winde nutzen. Ich muss es ja nicht komplizierter machen, als es ist. Ich sag's mal so, ich spiele ja auch Soviet Republic, Workers and Resources. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man Schlammstraßen bauen kann. Ungefähr so stelle ich mir dich vor. Das erklärt dann auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 35 Kilometer pro Stunde. Ja. Ohne Anhänger kommt man hier sogar relativ problemlos durch, würde ich behaupten. Jetzt müsste ich natürlich ein Sternchen hinter problemlos machen und weiter unten erklären, was ich mit problemlos meine. Sowas wie quasi ohne fremde Hilfe, ohne ein bisschen was mit Winde und sowas. Rumpel die Pumpe den Berg herunter. Das war ein bisschen schnell.
Aber wer braucht schon einen Motor? Ich hab genügend Holz auf der Hütte. Ladefläche. Ich brauch keinen Motor. Okay, ich fasse zusammen. Der erste Fehler, den ich heute gemacht habe, war nicht zu schauen, ob es da hinten tatsächlich lange Stämme gibt, bevor ich da mit einem Fahrzeug hingefahren bin mit langen Stämmen, um lange Stämme zu laden. Der zweite Fehler, den ich gemacht habe, war den Holzanhänger zu verwenden, um zu versuchen, die Fahrt möglichst gering, also möglichst wenige Fahrten zu machen. Also werden wir heute offensichtlich noch zweimal diese Strecke fahren und Holz transportieren. Kann ich, glaube ich, mitleben. Und ich glaube, ich werde es jetzt nochmal versuchen, mit dem Fahrzeug und der Ladung hinten am Betonwerk vorbeizufahren. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt öfters den Koloss zum Hochziehen verwenden. Wobei, jetzt habe ich auch den Anhänger nicht dabei. Vielleicht fahre ich doch nochmal den Wasserfall hoch. Versuch ist es wert. Und Fun Fact, wir haben im Gegensatz zu dem vorherigen Versuch mit Anhänger quasi keinerlei Sprit verbraucht. So. Einmal nachtanken vom Tankanhänger in den Pacific Tank. Ich wollte doch noch die das Getriebe ändern. Gut, das müssen wir machen, wenn wir die Ladung hier losgeworden sind. Die Richtung zu ziehen ist eine dumme Idee. War das mit? Ich versuche das nochmal mit dem Wasserfall. Nein. Bin ich da nicht dran? Nein, schade. Okay, jetzt komme ich lieber mehr zurück.
So, komm, da kommst du doch garantiert nochmal drüber, oder? Ich meine Hintern rüberschieb. Ich bin doch wieder auf irgendeinen blöden Stein, den ich nicht erwische. Na komm. So, das Stück kriegst du doch auch hin. Ja, da vorne liegen meine drei Baumstämme. Ich versuche mal, ob ich sie als Möglichkeit benutzen kann, um hier hochzukommen. Sieht eher nicht so aus. Okay. So, Fracht entfernen. So, zapp, zapp. Höhepunkt hatte ich hier keine, nein. Und Doofkater, sei gegrüßt. Danke für deinen Sub. Und wohin rennen wir denn? Im Moment rennen wir. We are running up that hill, um es mal so zu sagen. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke dir mal für den Sub. Schön, dass du da bist. Ah, hier. Ich habe den Stein aus dem Stein gelöst. Wuhu! So. Hab das vielleicht jetzt besser mit dem Hochfahren? Nein. Also zurück in den da. Und irgendwo da hinten ist ein Fahrzeug, was hier hoch soll. Und solange die Kiste da unten nicht umkippt, ist alles gut. Na komm. Kameraposition. Okay. Springen wir mal da rein. Du rennst wieder sehr langsam den Bach hoch, ja? Du kennst mich doch.
Langsames Bachhochrennen ist meine Spezialität. Oh. Die Winde ist nicht mehr verbunden. Na gut. Komm. Sein braves LKWchen. Okay, hochwinden kann ich dich nicht, aber hochfahren. Den Sinn erkenne ich jetzt gerade nicht, aber das ist okay. Hauptsache, die Maschine ist hier oben. Machen wir das gleiche Spiel wie eben. Wir stellen das Fahrzeug hier ab. Wechseln den Truck. Und den da. Machen wir das Licht wieder an. Ich mag's ja, diesen russischen Raketenwerfer-Schlepper, der fährt auch nur noch 90 Grad steil, wenn du... ja, das tut er. Deswegen nutze ich ihn sehr gerne, um andere Fahrzeuge hoch zu schleppen. So, ich gebe einfach mal ein bisschen was Sprit in unseren Schlepper. Versuchen möchte, ist hier hinten durch den Wald zu fahren und nicht dadurch das Wasser. Und ich habe gerade gesehen im Shop, es gibt noch einige neue Fahrzeuge, die ich leider noch nicht kaufen kann, weil mir die DLCs fehlen. Aus irgendeinem Grund war waren die Leute von SnowRunner der Meinung, während ich nicht spiele, müssen wir nochmal 500.000 neue DLCs rausbringen. Die muss ich mir alle nochmal angucken. Vielleicht war die Idee mit dem Wald doch nicht so schön. Weil hier 2 mm Wasser stehen und deswegen das Fahrzeug da nicht durchkommt. Na? Hab gesehen, dass du Matterlords nicht ganze 2 Stunden gespielt hast. Willst du die Option offen halten, weil es noch zurückzugeben? Nee, nee. Zurückgeben werde ich das Spiel nicht. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, weil wir morgen um 20 Uhr damit dann den Stream starten werden. Ich mir gedacht habe, so, ja, spielst es mal ein bisschen an. Probierst du mal vor dem Stream aus, ob's, was die Early Access Phase hergibt. Nicht, dass ich bei Slavic Magic eigentlich davon überzeugt bin, dass er eine sehr gute Performance abliefert, aber ich wollte es halt aber angucken. Ich meine, Manalords ist eines der meistgehyptesten Spiele von mir des Jahres. Oder des letzten Jahres vielleicht auch. Zugegebenerweise ist das jetzt so lange von mir gehypt worden, dass die Hype-Luft ein bisschen raus ist, aber ich will es trotzdem mit euch im Stream spielen und dementsprechend werde ich da morgen Abend mit anfangen. Hab heute Morgen eine Dreiviertelstunde gespielt und war noch nicht so ganz überzeugt. Dann eben nochmal eine Stunde und ja, ich glaube, es darf bleiben. Ja, Manalords ist definitiv ein schönes Spiel. Ich merke mich mal, weil ich dann so ein bisschen mal ganz kurz hier liefere.